A successful start for the new ZEW president, Professor Achim Wambach. Achim Wambach assumed the presidency, previously held by Professor Clemens Fuest, in a ceremony which was attended by Theresia Bauer, Baden-Württemberg's Minister of Science, Research and the Arts. Fuest retired from his position at ZEW and took up office at the IFO Institute in Munich. The former and the current president are connected through earlier career stages. Ich kenne Achim Wambach aus der Zeit, in der wir beide Habilitanten waren an der Universität München, also seit über 20 Jahren. Ich weiß, dass er genau die richtige Mischung mitbringt. Der ZEW-Präsident muss ja ein Wissenschaftler sein, er muss aber auch ein Manager sein und er muss jemand sein, der kommunizieren kann. Und Achim Wambach vereinigt diese Eigenschaften auf wirklich beeindruckende Weise. In her welcome address, Theresia Bauer praised the appointment of Wambach as ZEW president. She considers him the preferred candidate for this position. Ich finde, man sieht ihn, man hört ihn sprechen, man sieht ihn, seine Begeisterung und merkt, das passt. Wir haben eine Persönlichkeit gewonnen mit Herrn Wambach, der als Wissenschaftler exzellent ist, der jetzt auch schon eine prominente Stimme hat und in vielen Gremien tätig ist, die in der Politikberatung wichtig sind für uns. Und ich glaube, in einer besonderen Weise zeichnet ihn seine Persönlichkeit aus, seine Begeisterung, sein mitreißendes Wesen. Und ich glaube, eine solche Person an der Spitze dieses Instituts kann die Potenziale, die im Haus vorhanden sind, auch optimal heben. Achim Wambach takes office in an institute that is already in good shape, according to Professor Ernst Ludwig von Thaden, president of the University of Mannheim, and Dr. Alexander Zeilen, chairman of ZEW's Sponsors Association for Science and Practice. Wambach's goal for ZEW, which is a member of the Leibniz Association, could be described along these lines: preserving ZEW's traditions while introducing innovations and new developments. Wambach, aged 48, is an experienced policy advisor and has headed the Monopolies Commission since March 2016. His appointment is connected to the foundation of a new research group at ZEW, addressing market design, one of his primary research topics. The state of Baden-Württemberg is supporting this new research unit with 1 million euros over 2 years. Wir analysieren, wie die Märkte aussehen und wir versuchen, sie besser zu verstehen. Aber dann wollen wir auch Design machen, wir wollen auch schon an den Regeln arbeiten, wie sich Märkte besser darstellen können, wie die deutsche Industrie da auch mithalten kann, was muss gemacht werden, um im Breitbandausbau erfolgreich zu sein, diese Sachen besser zu verstehen. Am Ende geht es darum, dass wir in Europa und in Deutschland und sozusagen wettbewerbsfähig sind und wirtschaftlich mithalten können. Also wir müssen alle mitnehmen, wir müssen die Menschen mitnehmen. Es ist nicht ein Wirtschafts-, ein reines Unternehmensthema, sondern es ist ein Thema für die gesamte Wirtschaft und die gesamte Gesellschaft. Before the ceremony, ZEW hosted an economic forum to address the question of new rules for the digital economy on the same day. The event focused on the challenges that need to be addressed by economists in this age of digitalization. Achim Wambach gave insights into the topics of sharing economy, zero-price markets, and data as a form of currency. Companies that do not generate turnovers can nevertheless be sold for millions. This is a very dynamic economic sector, and framework conditions are changing permanently. In a panel discussion, experts debated the issue of the digital economy and megacorporations, which follow new approaches to generate profit. Julia Holz from Google, Christoph Weigler, general manager at Uber Germany, as well as Andreas Mundt, president of the Federal Cartel Office. Wir haben natürlich in der digitalen Wirtschaft andere Faktoren, die Marktmacht beeinflussen. Das sind vielleicht nicht so sehr die Marktanteile von Unternehmen, sondern es ist die Frage, verfügen die Unternehmen über einen großen Datenschatz? Haben wir es infolge von direkten oder indirekten Netzwerkeffekten damit zu tun, dass die Unternehmen quasi als eine self-fulfilling prophecy immer größer werden? Wenn ja, wie reagieren wir darauf? Brauchen wir andere Instrumente? Ich glaube, das sind die Fragen, die sich stellen. Professor Dietmar Haarhoff, Director of the Max Planck Institute for Innovation and Competition, Head of the Commission of Experts for Research and Innovation of the German Federal Government, and a ZEW alumnus, rounded off the afternoon with his keynote speech. Ich sehe zunächst einmal wunderbare Möglichkeiten für uns alle durch das Internet, durch die Digitalisierung auf uns zukommen. Wir können unsere Idee, wie wir leben wollen, besser verwirklichen. Ökonomisch gesprochen haben wir gute Produktivitätsfortschritte zu erwarten.
Gleichzeitig ist es natürlich so, dass eine solche Veränderung die Strukturen erschüttert und Anpassungsbedarf hervorruft. Und dem müssen wir uns natürlich auch stellen. A summer fest concluded the ceremony at ZEW, where the old and the new president met, along with many renowned guests from politics, academia and society. Here too, plans for future cooperation were discussed, for instance, between ZEW and the University of Mannheim. One example of this collaboration is the joint doctoral program that is currently being set up. In connection with his presidency at ZEW, Achim Wambach will assume a professorship for economics at the University of Mannheim.